Heute stehen im Mittelpunkt Eric, Isaac und Agromods und Zottel zockt, der wieder rockt. Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir 2 Updates und 13 neue Mods. Ich hoffe, alle haben einen wunderschönen Sommer erlebt. Ich habe es genossen, einmal nichts zu tun, ein bisschen aus dem heißen Studio hier rauszugehen, ins Wasser zu gehen, ans Meer zu gehen und einfach auch mal andere Sachen zu zocken. Und deswegen, ja, bin ich wieder frisch zurück jetzt hier mit den Mods von heute. Und so geht es dann natürlich auch gleich weiter, so wie wir das gewohnt sind. Also, wir legen los erstmal mit einem großen Dankeschön an alle, die diesem Kanal die Treue gehalten haben. Und natürlich bin ich froh, dass wir wieder zurück sind und euch alle die bekannten Gesichter immer wieder treffen. Wie gesagt, haben wir heute 2 Updates. Das eine Update kommt für den Random Bulk Carrier R-Align von Eric, Isaac und Agromods. Da fängt schon an. Und zwar jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, 3D-Modell und Texturen überarbeitet, Designoptionen, Farboptionen, verbessertes Gameplay. Viel Spaß! Das zweite Update kommt für die Karte Hobos Hollow. Wer kann sich noch erinnern? Ich finde diese Karte immer noch hervorragend und super schön. Diese kommt natürlich von Huggies. Downloadgröße 218,83 MB jetzt in der Version von 1.3.0 und ist für PC und Mac, da eine Vierfachkarte. Der Changelog sagt, aufgrund von Gelände- und Strukturänderungen auf der Karte ist ein neuer Spielstand erforderlich. Bitte aktualisiere nicht, wenn du beabsichtigst, deinen vorhandenen Spielstand weiter zu spielen. Produktionen zur Karte wurden hinzugefügt, darunter 2 neue Gewerbegebiete. Die Spawnpunkte für Shop-Fahrzeuge wurden aktualisiert, um die Änderungen in der Produktion zu berücksichtigen. Mehr malbare Texturen, Bodenlaub, Stöcke und Äste und so weiter verschwindet beim Pflügen. Wirtschaft wurde aktualisiert, um Änderungen im Basisspiel zu berücksichtigen. Verschiedene kleinere Verbesserungen und Optimierungen. Und damit kommen wir zu den neuen Mods von heute. Und zwar habe ich heute verwendet die Valtra-Traktoren, da ja angeblich morgen mit dem Patch 1.8 die Valtra-Serie weiter zu dem LS hinzugefügt werden soll. Ich bin gespannt, morgen soll es ein Patch geben, also und dazu natürlich auch entsprechend neue Traktoren, neue Geräte und darunter eben auch ein paar Valtra-Traktoren. Die erste neue Mod heißt Hängeschlitten für Holz. Diese kommt von Marcello22, Downloadgröße 3,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Hängeschlitten hier hinten zum Anhängen. Wiegt 200 Kilo und kostet 1900 Euro in dieser Konfiguration. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette. Ja, das ist schon alles, was hier zu sagen ist. Hier kann man, wie gesagt, Sachen drauf transportieren, wie zum Beispiel hier Holz. Habe ich ein paar Holzstücke drauf gemacht und natürlich mit dem Spanngurt fixiert. Die nächste neue Mod heißt Unia Grujacic PZ Pack. Diese kommt von Skycliff und Heistel. Downloadgröße 8,32 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Pack mit 2 Pflügen und einem Grubber oder einer Walze. Einmal der kleine Pflug, der braucht 20 PS, wiegt 230 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 0,6 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Der Preis 350 Euro. Die Scheibenschar kann hinzugefügt werden, oben oder unten, oder natürlich entfernt werden. Dann gibt es ein fahrgestellfarbenes Gitter, und zwar ist das dieses hier. Das braucht man dann, um das andere Element anhängen zu können, um gleichzeitig eben auch walzen zu können. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Vintage-Farbpalette hier, ebenso wie die Designfarbe. Die Designfarbe betrifft natürlich dieses Attacher. Dann haben wir den PZ330, der ist ein bisschen breiter. Das ist auch ein Pflug mit dem Gewicht von 320 Kilo. Braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 0,9 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h und kostet 800 Euro. Also ist ein bisschen langsamer, aber ein bisschen breiter. Scheibenschar auch hier, oben oder unten oder keine. Dann dasselbe gilt hier mit dem verstellbaren Gitter, das ist dieses hier. Das werden wir uns gleich angucken. Das ist dieser Disc Roller, also mit der Walze werden Unkräuter vom Feld entfernt und gedüngt. Das heißt hier, das kann man mit zusätzlich anhängen, hat eine Arbeitsbreite von 1 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h.
Auch hier haben wir dieselbe Farbpalette. Ihr seht, das ist das hier, das kann man so anhängen und dann kann man eben diese Arbeitsschritte machen. Die nächste neue Mod heißt Small Sized PK, kommt von M. Artemov, Downloadgröße 19,29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind das eigentlich zwei Seemaschinen. Zum einen haben wir die Kurzbass und einmal den Tom. Die Kurzbass ist eine Direktsaatmaschine, hat ein Fassungsvolumen für Saatgut und Mineraldünger von 4200 Litern, wiegt 4,2 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,80 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 13 km/h. Der Preis 55.600 Euro. Zusätzlicher Ausrüststandard, das betrifft hier dieses Überladeschnecke. Dann kann man hier die Ladeschnecke trennen. Auch ob das übersetzungsmäßig so richtig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall optisch ändert sich nicht viel. Das ist hier einfach, ob die fixiert ist oder nicht. Dann Design kann hier Standard gewählt werden. Dann gibt es Reinigung der Räder. Das ist hier hinten dieses Element. Dann gibt es Handlauf angehoben, also einen höheren Handlauf oben. Dann gibt es Reinigung plus den längeren Handlauf und zurück zu Standard. Dann beim Antrieb gibt es den Dieselmotor oder die Hydraulik. Und da kommen wir gleich zurück darauf, was das bedeutet. Die Hauptfarbe können wir wählen zwischen diesen vier Farbtönen und die Designfarbe natürlich ebenso. Und die Designfarbe betrifft die Schläuche. Der Dieselmotor oder die Hydraulik dreht den Ventilator, das heißt also den Ventilator, um das bei der Bodenauflockerung und beim Einsenken, dass dieser quasi so betrieben wird. Dasselbe gilt für den Tom, aber das ist keine Direktsaat, das heißt hier muss vorerst gegrubbert werden, hat dieselben Maße wie zum Beispiel für Saatgut und Mineraldünger von 4200 Litern, wiegt 4 Tonnen, braucht 132 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,10 Meter und 10 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Der Preis 58.900 Euro. Auch hier gibt es die zusätzliche Ausrüstung mit den Ladeschnecke. Dann gibt es beim Design die eine Striegelecke hinten, den Handlauf, Handlauf und Ecke, Ankerschar, Anker und Ecken, Anker und Handlauf und dann alle drei Elemente. Dasselbe mit dem Dieselmotor oder Hydraulik ist auch hier angesagt und die Hauptfarbe und so weiter ist natürlich das, was wir schon gesehen haben. Als nächstes kommen wir zum Lizard RSD4. Dieser kommt von EED123. Downloadgröße 12,78 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser kleine Anhänger hier mit einem Ladevolumen von 7 Kubikmeter, wiegt 3,3 Tonnen und kostet 6.000 Euro. Bei der Konfiguration kann geändert werden von Standard zu Ballenwagen und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft natürlich den Aufbau. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge. So, wir kommen zu den Sachen, was der Eric Isaac und Agromods herausgebracht haben heute. Und zwar gibt es einiges darüber zu besprechen. Und zwar ist dies hier den Random LS. Wie gesagt, von Eric Isaac und Agromods. Downloadgröße 30,36 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist es ein Pack von zwei verschiedenen Kippernanhängern, einmal einer 3-Achs- und einmal einer 4-Achs-Version. Der Wanderlayer Bulk Carrier R-Line hat ein Ladevolumen von standardmäßigen 55 Kubikmeter, wiegt 10,4 Tonnen und kostet 80.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden von 55.000 Liter zu 60.000 Liter und zum Ballenwagen. Ballenwagen 2, Ballenwagen 3 und zurück zur Kapazität 55. Die Reifenhersteller kann ich mal ein bisschen durchklicken. Es gibt hier keine Namen in dem Sinne. Es gibt hier unten ein paar Angaben, Kontinentalreifen und so weiter. Da gibt es einfach diese verschiedenen Möglichkeiten hier. Dann gibt es Gummikotflügel und zwar kurzer oder langer Schmutzfänger. Das ist das hier hinten. Raddesign gibt es mit Radkappen, einmal Radkappen plus Luft oder ohne. Dann gibt es eine Wölbung und das muss ich ein bisschen nachvollziehen können. Das heißt also, hinten quasi liegt der Höhe in der Luft, also ist die Aufhängung erhöht. Seitenschutz gibt es hier ja oder nein. Dann gibt es Deko-Zusatzbeleuchtung nein oder ja. Das ist hier hinten das hier.
Dann Beleuchtungsdesign, halber Balken, halber Balken 2, dann Standard. Das ist also, was hier zu hinten zu sehen ist. Abdeckungsfarben gibt es die 70er Jahre, 70er Jahre 2, 3. Dann gibt es die R-Line, die R-Line 2 und Neu-R und Neu-R 2. Das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Vorlagen bearbeiten, R-Line. Verstehe ich nicht ganz, was das hier beinhaltet und verändert. Dann gibt es bei der Hauptfarbe die Möglichkeit, von dieser riesengroßen Farbpalette auszuwählen und betrifft natürlich das Gehäuse, das Chassis. Die Designfarbe ist natürlich der Aufbau. Der Kotflügel spricht für sich, ist natürlich der Kotflügel und die Felgenfarbe. Das muss man nicht speziell erwähnen. Dieselben Einstellungsmöglichkeiten haben wir für den Vierachs. Da hat dieselben Einstellungsmöglichkeiten, bloß hat dieser eine höhere Kapazität, hier mit 58.000 Litern, dann einmal 63.000 Liter und dann gibt es auch hier wieder diese drei Ballenwagenkapazitäten. Der Preis standardmäßig 90.000 Euro. Und da kommen wir zu der zweiten Mod von Eric Isaac und Agromods. Und zwar ist das der Randon Rhodotrem Schüttgutanhänger. Dieser kommt mit einer Downloadgröße von 31,83 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser Doppelanhänger hier mit einem Gesamtvolumen von 70 Kubikmeter und dem Gewicht von 19,1 Tonne und kostet 123.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden von 35.000 Litern pro Anhänger auf 40.000. Das heißt, wir haben dann ein Gesamtfüllvolumen von 80 Kubikmetern. Dann gibt es auch hier die Ballenwagen, Ballenwagen 2 und Ballenwagen 3. Das ist das, was wir schon gesehen haben bei der vorderen Mod. Alles andere bleibt ganz genau gleich mit der Einstellung hier. Anbaukupplungsstück gibt es hier noch als Unterschied sphärisch oder einmal das fünfte Rad, das heißt also im Prinzip, das wäre dann dieses hier. Ich kann hier nicht nah genug hinein zoomen, aber ich habe jetzt hier es bei der sphärischen gelassen, das heißt also die Kugelanhängung. Die Hauptfarbe und so weiter haben wir alles schon gesehen, da ändert sich nichts daran. Ist natürlich das hier, ist insgesamt von 25,4 Meter Länge, ist also dieses Doppelanhängerteil. Ist natürlich sehr, sehr effizient, wenn man das so machen will und kann. Wenn das die ländlichen Gesetzgebungen erlauben, ist das natürlich möglich, so lang zu fahren. Sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. Ne? Gerade sind diese Anhänger hier. Man kann hier auch einzeln die Achsen heben und senken. Also wenn ich jetzt hier die X-Taste drücke, dann können wir sehen, jetzt beim Anhänger sind jetzt die beiden zusätzlichen Achsen gesenkt worden. Ich kann sie wieder anheben. So, jetzt wird der Luftdruck raus. Jetzt sind die oben. So geht das. Das kann man auf beidseitig machen. Also schon eine ganz gute Sache hier. Als nächstes schauen wir uns drei Mods an, die heute gekommen sind. Ebenfalls natürlich von Eric Isaac und Agromods. Und zwar ist das zum einen der Lizard P310 mit der Downloadgröße von 65,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dazu ist natürlich auch der Scania P310. Das ist klar, das ist dann die PC- und Mac-Version. Ist im Prinzip genau dasselbe, nur anstatt dass Lizard steht in der Scania. Downloadgröße 66,49 MB in der Version von 1.0 und ist natürlich, wie gesagt, nur für PC und Mac. Das dritte Pack, was dazu gekommen ist, heute von Eric Isaac und Agromods, heißt Pack Carrosseria. Downloadgröße 23,36 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. So, jetzt schauen wir uns diese einzelnen an. Und zwar fangen wir erstmal an mit dem Lizard respektive Scania. Also das ist absolut dieselben Mods. Da schauen wir jetzt uns erstmal die Lizard-Version an. Alles andere ist wirklich identisch. Also daher wird man die Scania nicht separat angucken. Also wir haben hier einmal den LKW, den 310er. Kommt mit 310 PS, wird manuell geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 350 Liter, 60 Liter DEF. 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 11 Tonnen. Der Preis 80.000 Euro. Der Rahmen kann geändert werden von 6x2 zu
6 mal 4, dann 8 mal 2 und 8 mal 4 und zurück geht es zu der ersten Konfiguration. Die Reifenhersteller und so weiter, das haben wir alle schon gesehen, da ändert sich überhaupt nichts dran, auch bei der Wölbung, Raddesign überhaupt nicht, alles andere ist wirklich genauso. Dann gibt es hier den Stoßfänger aus Kunststoff, dann gibt es lackierte Stoßstange, eine niedrige Stoßfänger, Offroad-Stoßstange und natürlich die Stoßfänger aus Kunststoff. Das ist dann die Standardversion. Tragflächenprofil kann man hier hinzufügen, ein Deflektor, dann Tragflächenprofil oder nein. Radioantennen, ganz die komischen aus Brasilien, zweimal nach vorne gehängt, so, das heißt also einmal rechts, einmal links beidseitig. Dann gibt es das Glas und die Scheibentönung kann gewählt werden zwischen dunkel oder normalem Glas. Netzzubehör, wird innen drin was geändert. Ich kann es nicht genau sagen, was. Dann gibt es Deko-Zusatzbeleuchtung. Da kann ich einmal sagen, ja, da gibt es hier zum Beispiel diese zusätzlichen Leuchten. Und da gibt es nein. Also sie sind diese zwei Versionen. Dann gibt es bei den Rundumleuchten gibt es natürlich einmal Ja und einmal Ja 2, Ja 3 und zurück zu Standard. Dann gibt es die dekorative Beleuchtung und jetzt wird es spannend, also gibt es hier Ja und da kann ich jetzt durchklicken. Das sind 20 verschiedene Versionen von zusätzlicher Beleuchtung, die ausgewählt werden kann. Also ich kann die einfach mal durchklicken. Ich kann natürlich hier nicht auf die 20 verschiedenen Konfigurationen eingehen. Dann, wenn man hinten noch einen zweiten Anhänger anhängen will, dann muss man hier das Zugmaul hinzufügen. Einmal ja, einmal nein. Dann gibt es bei der Motorenausführung den 310er mit 310 PS, den 340er mit 340 PS, den 410er mit 410 PS. Dann beim Auspuff gibt es den Standardauspuff, das ist dieser hier. Dann gibt es den doppelten geraden. Dann gibt es den Rinderauspuff, das ist dieser hier hinten, hier. Und einmal der lange Lauf, der wäre dann natürlich dieser hier. Und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe und die Farbpaletten und so weiter haben wir natürlich schon gesehen. Das ist dasselbe, was wir jetzt schon in mehreren Mods oder in allen Mods von Eric Isaac heute gesehen haben. Wie gesagt, das gilt auch für den Scania. Jetzt kommen wir zu den Aufbauten. Ich erwähne die einfach mal so. Das ist der flache Körper, dessen Kipperanhänger. Da gibt es die Ausführung Ballenwagen oder die Kapazität 35.000 Liter und zurück zum Ballenwagen. Langer oder kurzer Schmutzfänger, das ist das hier. Mit der Wölbung, das hat hier nichts zu tun. Und dann die Hauptfarbe, da haben wir diese Farbpalette hier, die ist etwas reduziert worden und betrifft natürlich die Farbe. Der flache Körper kostet 18.000 Euro, 20.000 Euro kostete die Kühlbox, das natürlich zum Transport von Lebensmittel und so weiter. Da haben wir dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Der Schmutzfänger oder den langen Schmutzfänger, alles andere bleibt genau gleich. Dann gibt es den Holztransport mit Kran. Da gibt es dann auch hier kurzer oder langer Schmutzfänger, Wölbung und Schutz und Seitenschutz. Da kann hinzugebaut werden. Alles andere haben wir schon gesehen. Kostenpunkt 38.500 Euro. Das Flachbettgestell kostet 22.000 Euro, ist natürlich zum Transport von natürlich Fahrzeugen gedacht. Kurzer Schmutzfänger, langer Schmutzfänger, da gibt es dasselbe. Dann gibt es eine Erweiterung, die gibt es Design 1, 2 und 9. Anhängerkupplung kann hinzugebaut werden, zusätzlich noch Zugmaul hinten oder nein. Und alles andere hat man schon gesehen. Dann kommen wir noch zum vorletzten, das ist der Zuckerrohrrahmen. Der hat ein Ladevolumen von 45 Kubikmeter, wiegt 2 Tonnen, kostet wie gesagt 20.000 Euro. Auch hier gibt es die Schmutzfänger und natürlich die Farbpalette. Und zu guter Letzt gibt es noch den Schiebevorhang, das ist diese hier zum Transport von irgendwelchen anderen Sachen. Schmutzfänger auch hier, Schutz und alles andere bleibt dasselbe, Kostenpunkt 17.000 Euro. Wow, das sind die Möglichkeiten, die wir haben, was mit dem LKW zusammenkommt. Und zwar sowohl wie beim Scania, wie auch beim Lizard. Deswegen schauen wir uns noch dieses Pack Karosseria an. Und zwar ist das dieses Pack hier. Da gibt es zum einen einen Trailer mit Dolly. Da ist ein leerer Anhänger. Kostenpunkt 19.000 Euro und wiegt 9,2 Tonnen. Diese Anhänger gibt es in einer Einachs- oder einer Zweiachs-Version. Das sind diese beiden Versionen hier. Die Reifenhersteller, die haben natürlich schon gesehen von Eric Isaac.
Zusatzbeleuchtung gibt es auch hier, das ist dieser hinten, Raddesign natürlich auch hier, Radkappen, Luft und so weiter und so fort. Dann auf diesen Trailer können dann Aufbauten hinzugebaut werden, wie zum Beispiel den Trier Transporter, das ist dieser hier. Da gibt es bei der Konfiguration die Einachs- oder die Zweiachs-Version und Achtung, jetzt hier gibt es auch die Truck-Version. Das heißt, diese Elemente könnt ihr direkt auch auf euren Lizard oder Scania Truck aufbauen. Da braucht ihr also nicht unbedingt diesen Anhänger zu benutzen. Da könnt ihr direkt den aufbauen. Dasselbe gilt für den Holztransport und da wir können hier sehen, da hat natürlich kein Kran dabei, aber auch hier die Einachs- oder Zweiachs-Version oder die Truck-Version. Kostenpunkt bis jetzt zwischen 17.500 und 25.000 Euro. Dann gibt es noch zu guter Letzt den Transportbehälter. Das ist natürlich zum Transportieren von Flüssigkeiten mit einem Ladevolumen von 25 Kubikmeter. Und natürlich auch hier gibt es die Ein- oder Zweiachs-Version, wie auch die Truck-Version. Wow, viele, viele Sachen sind hier hinzugekommen und ich kann das hier auch gerade mal zeigen. Ich habe hier auf den LKW hier direkt mal den Tank drauf gepackt. Der kommt nicht direkt mit dem LKW zusammen, sondern kommt von diesem Pack Karosseria zusammen. Das heißt, ihr könnt also jetzt hier sehen, ich habe sowohl einen Tank auf den LKW gemacht, wie auch auf den Anhänger hinten. Also wir haben hier das doppelte Volumen. Ich habe auch hier noch die einzelnen Elemente aufgebaut. Und zwar haben wir hier eben den Auflieger für natürlich den Transport von Fahrzeugen. Hier haben wir den Tiertransportanhänger. Der ist gemacht für 14 Schafe, 14 Schweine, 10 Kühe oder 6 Pferde. Dann haben wir hier den Ballenwagen, dann haben wir den Zuckerrohraufsatz, den Schiebevorhang. Und hier habe ich die beiden Holzelemente zusammen gemacht. Also einmal vorne den mit dem Kran und einmal hinten diesen ohne Kran. Das heißt, wir könnten mit einem Kran im Prinzip beide gleichzeitig dann beladen. Das heißt, man braucht dann nicht einen separaten Kran. Und damit kommen wir zu den Gebäuden und zwar als erstes die Wasserproduktionsfabrik. Diese kommt von Fusion, Downloadgröße 2,4 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken, ist diese Fabrik hier. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro, Unterhalt pro Tag 50 Euro. Hier, wenn wir das Produktionsmenü angucken, können wir sehen, dass hier Wasser produziert wird und zwar aus Schnee. Das gibt zwei Rezepte. Einmal das Rezept Schnee macht Wasser. Also aus 1000 Einheiten Schnee gibt es 800 Einheiten Wasser. Dann gibt es das zweite Rezept. Das ist der Schnee zusammen mit Hackschnitzel. Und das gibt auch 800 Einheiten Wasser. Jetzt hier ist zu sehen, dass die normale Schmelzung von Schnee natürlich in Zyklen von 48 Zyklen pro Monat stattfindet. Wenn man dies beschleunigt, das heißt noch ein bisschen heizt, nachheizt und hilft und so, wird es mit 72 Einheiten pro Monat gemacht. Wird ein bisschen schneller, wenn man Hackschnitzel zur Verfügung hat. Einfach hinzufügen und dann geht es ein bisschen schneller. Anfangs haben wir gesagt, der Zottel zockt ist wieder da und zwar der Zottel rockt und zwar kommt dieser mit der Kraftstoffraffinerie. Downloadgröße 9,26 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden im Baumenü unter Produktionen und Fabriken ist diese Produktionsstätte hier. Kostenpunkt zum Platzieren 125.000 Euro. Unterhalt pro Tag gibt es keine Angaben, aber wir schauen uns natürlich gerne die Rezepte an. Und zwar wird hier hergestellt alles, was Energieträger sind. Zum einen elektrische Energie wird hergestellt aus Luft, Methan und Diesel. Ja, Luft, einfach das oben das kleine Windrad einschalten und das produziert dann 25 Einheiten an elektrischer Energie in 600 Zyklen pro Monat. Dann Methan gibt das dieselbe Rezept und dann gibt es das Rezept für Diesel. Dann kann Diesel hergestellt werden und zwar aus Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, oh, das ist wahrscheinlich ein Fehler, das müsste heißen Oliven, Zuckerrohr, Zuckerrübenschnitzel, Kartoffel, Hackschnitzel und da sind diese Methoden, wie man Diesel herstellen kann. Also wenn man Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Oliven,
Zuckerrohr, Zuckerrübenschnitzel und Kartoffeln nehmt, gibt es als Nebenprodukt Kompost und Schweinefutter. Wenn man Hackschnitzel nimmt, dann gibt es nur Kompost. Dann gibt es noch 4 weitere Rezepte für Diesel, und zwar direkt aus Öl, das heißt hier aus Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl und Sojabohnenöl kann auch Diesel hergestellt werden. Damit ist wahrscheinlich dein Hof niemals mehr ohne Treibstoff. Das heißt, ja, kann man hier dann einfach tanken gehen. Hier kann auch getankt werden und hier kann Methan getankt werden. Ja, das ist also die Zottel rockt, Zottel zockt Kraftstoffraffinerie. Eine geniale Sache. Sehr gut, hat sehr viele Sachen kombiniert, hervorragend gemacht. Dann kommen wir zu der letzten neuen Mod, was Gebäude angeht. Und zwar heißt dieser dreifacher Schuppen, kommt von BK Mods, Downloadgröße 0,84 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 2000 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro. Ja, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen, ich habe keinen Lichttrigger gefunden. Die Auflösung der Mauer könnte ein bisschen besser sein. Alles andere, ja, ist halt nicht sehr hochauflösend, aber tut natürlich seinen Nutzen. So, und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Eimer. Dieser kommt von PushCup, Downloadgröße 0,31 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einem Fassungsvolumen von 100 Liter, wiegt 10 Kilo und kostet 100 Euro. Ja. Damit kannst du transportieren, alles was in kleineren Mengen transportiert werden soll, außer Flüssigkeiten. Komisch, Flüssigkeiten können nicht transportiert werden, aber ja, das ist eine Möglichkeit, die wir hier haben. Haben wir schon gesehen, auf der Hof Bergmann ist natürlich nicht vom selben Modder, aber den Eimer haben wir schon im Einsatz gesehen. Da bei der Hof Bergmann allerdings für Flüssigkeiten. Das war's dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Videos in dieser Art verpassen möchtest, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Morgen werde ich versuchen, so früh wie möglich den Changelog vom Patch 1.8 zu produzieren und so früh wie möglich hochzuladen. Damit wir auch sehr schnell wissen, welche Traktoren von Valtra da sind, wie die ausschauen. Und die schauen wir uns natürlich dann auch im Detail an. Das war's von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich verabschiede mich. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.